So, da sind wir wieder. Immer noch auf der Suche nach der dreieckigen Plakette. Ich weiß immer noch nicht, wo wir lang müssen. Und die Kämpfe werden immer noch nicht weniger. So. Easy. Dann gehen wir mal hier entlang. Da war die runde Plakette. Ich glaube, da oben war... Da wird diese Schlange. Dann gehen wir mal noch eins höher. Ja, gehen wir einfach mal geradeaus. Da geht's nicht weiter. Gehen wir mal rechts. Nein, da müssen wir hin und später das Dreieck einsetzen. Beziehungsweise müssen wir da nicht schon hin? Moment. Rechteckplakette, natürlich. Ja, meine letzte Aufnahme ist schon ein Stückchen zurück. Also passt es doch. Mann, 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 Mann. So. Dann setzen wir mal die Plakette hier ein. Und man siehe, die Wasserzufuhr wird gestoppt. Oha. Was passiert jetzt? Das ist schon ein beeindruckender Mechanismus. Das Wasser läuft heraus. Möglicherweise gibt es noch mehr Stellen, wo wir untersuchen können. Ja, davon gehe ich stark aus. Will ich jetzt noch weiß, fehlt uns noch eine viereckige Plakette. Oh, neue Gegner. Ach, schauen die niedlich aus. Okay, die sind schon ein bisschen stärker. Wow, oh, nice. Ey, Alter, wachst du? Wow. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, jetzt werden die Gegner wieder stärker. Angreif, Digimaru, Angriff, Angriff. Genießen. Angriff, Nanami. Heilt einmal den Choi. Oh, nice. Kritischer Angriff. Und komm weg. Yes, strike. So. Wo lang geht es jetzt? Wir waren jetzt hier. Ich glaube, oben war gespannt. Ne, Moment mal, wie war denn das? Genau, das Wasser war ja abgelaufen. Ah, die schon wieder. Da machen wir einmal Vereinigung. Choyo Bali. Angriff, 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 Angriff. Sollte eigentlich reichen. Yes, einer down. Also die, ich muss sagen, die machen wirklich einen guten Schaden. Eigentlich. Okay, einmal kann ich sie einsetzen. Angriff, Angriff. Und Angriff und Angriff. Und drauf auf die Mütze. Thank you.
Jawoll. So, was gibt's hier? Kettenpost. Ja, was ist das? Gegenstände. Verteidigung 16. Wow, nice. Die werden wir doch gleich mal Bali ausrüsten. Ach nee, ich glaube die war bei Rüstungen. Mache ich denn Lederrüstungen? Oh! Ich merke schon, ich muss ein bisschen mehr auf meine Gegenstände aufpassen, was ich bekomme. Joy, Tunika. Ich auch eine Lederrüstung. Nanami bekommt. Hat die Tunika. Rikimaru bekommt dann noch eine Lederrüstung. Ja, so haben wir schon mal ein bisschen Def. So, wo geht's hier lang? Da jetzt hier das Wasser abgelaufen ist, können wir auch jetzt hier im Wassergraben rumforschen. Ach ja. Lass doch sein, ihr habt doch eh keine Chance gegen mich. Okay, dann eben anders. Dann müssen Bali und Joy halt mal wieder ran. Aus hier mit Gebrüll. Alter, spinnt ja. Hallo? Ihr sollt sterben! Jawohl, Nanami, so ist nice. Und wieder ein Löffel. Level 15 schon. Und wir halt eine Lederrüstung. Ich sollte mir vielleicht auch gleich ausrüsten. Kinesern. Ledermantel, Lederrüstung, jawohl. So, wo geht's hier lang? Nirgends. Dann weiter nach unten. Oh, jetzt wird's lustig. Vereinigung Joy und Bali. Und den Rest. Moment, Shihiro macht eine Vereinigung. Auf den. Auch ein geiler Name. Mr. Venus. Und der Rest ist einfach Angriff. Ja, oh, kritischer Angriff, Nami, sehr nett. Jawohl. Oh, wach ist ja. Lächerlich. Angriff, 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 Nanami. Gegenstand, eine Medizin auf... Nein, auf... Verdammt. Gegenstand, Medizin auf Kinesen. Jawohl, und weg ist er. Ja, so langsam bekommen wir hier keine Erfahrungspunkte mehr. Das heißt, wir sind schon gut aufgelöffelt für diesen Bereich. Da ist auch gesperrt. So, wo geht's jetzt hier lang? Ah, da ist er. Gut, hiermit werde ich endlich den Schatz finden. Eine quadratische Platte. So, jetzt frage ich mich bloß wieder, wo wir die einsetzen mussten. Ich habe keine Ahnung. So, wo geht's hier noch lang? Kisten. Beziehungsweise Kiste. Was gibt's hier? Eine Wasserrune. Sehr nice. Oh.
Also ich habe wirklich den Eindruck, je mehr wir von diesen Sachen sammeln und je weiter wir kommen, umso schwerer werden hier die Gegner. Salamander. Shiro macht eine Vereinigung wieder. Besser ist das. Der Rest greift ganz normal an. Und... oh, die sind hartnäckig. Und... jawohl. Naja, naja. Schauen schlimmer aus, wie sie sind. Ich glaube, da reicht ein automatischer Angriff, da müssen wir weg sein. Ja, das Geile, die verschwinden so richtig. Fumm. Wow. So war das nicht ausgemacht. Da kommen jetzt aber. Fumm. Und weg. Ich glaube, wir sollten zwischendurch auch mal heilen. Gegenstände, Medizin haben wir noch genug. Verwenden für Shiro, Orochimaru und Nanami. Ja, ja, das hat noch genug. Was ist hier noch? Nix. Wo geht's da noch lang? Okay. Die ist leer. Oh, ein Mond, wie süß. Und weg. Sag ich doch. Graben wir so um die 100 Erfahrungspunkte noch. Hm. So, okay, jetzt haben wir die quadratische Platte. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir die einsetzen müssen. Jetzt erstmal wieder hier aus dem Graben herausfinden. Du 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 du. War das hier? Jawohl. Da raus. Und jetzt gehen wir mal nach rechts. Wo wir wieder auf diese Feuerdrachen treffen. Vereinigung, Bali Joey. Und dann das greift nochmal an. Und... jawohl. Oh, die lebt noch. Fupp, weg ist er. Alter, spinnst du? Haha, so ist drauf. Yes. Ding ding, auf zur Runde 3. Ah, ich bin doch ein bisschen hartnäckig. Ha, oder auch nicht. So, es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Wir halten uns wieder viel zu lange hier auf. Viel, viel zu lange. Verdammt, hier waren wir schon. Es geht da schon wieder los, dass ich den Weg nicht finde. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann gehen wir mal hier lang. Und ich wette, das ist wieder falsch. Vereinigung, Kumpel, Bart und Joey. Ja, das greift an, greift an, greift an. Eigentlich schauen diese Monde recht niedlich aus. Wow. Alter Schwede. Ich glaube, du hast einen an der Waffel, mein Freund. Haha.
selber schuld. Speicherpunkt. Jawohl, Suppi, dann speichern wir hier mal. Stunden 22 und 4 Stunden 46. Na dann.